Ja, herzlich willkommen. Wir wollen heute mal einen kleinen Rundgang machen auf dem Bernhardshof. Wir sind gerade wieder mal bei einem Arbeitseinsatz mit vielen Freiwilligen. Und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, wo was hinkommt, was geplant ist, was schon geschafft ist. Und ja, ihr werdet auch sehen, was noch alles zu tun ist. Also viel Spaß. Mir nach. Ja, also man sieht jetzt hier, das ist ein kleiner Vierseitenhof. Das heißt, wir haben hier vier Gebäude stehen, die so in etwa ein Quadrat einschließen. Und der Plan ist, dass diese alte Scheune stabilisiert wird dann und innen entkernt wird, sodass das unsere Kapelle wird, wo das Chorgebet dann stattfindet und die Liturgien des provisorischen Klosters. Dort hinten, wo diese Holzscheune steht, dort wird ein neues Gebäude hinkommen und darin die Zimmer für die Mönche und Aufenthaltsraum und so weiter. Also dort wird der neue Wohnort, weil eben nach hinten raus auch der Garten ist, sodass das ja sozusagen auf der von der Straße abgewandten Seite stattfindet. Dann sieht man da drüben dieses Stallgebäude. Da war so ein Schweinestall und eine Küche, eine Sommerküche drin. Dort, wo der Schweinestall war, wird unser Refektorium sein, also unser Speiseraum. Und ja, dann eine neue Küche dort eingebaut. Und hier in dem alten Wohnhaus, dort werden dann Sprechzimmer und Büroräume untergebracht sein, wo man mehr so diesen öffentlichen Teil hat. Ja, dann ist geplant, dass hier so der Platz, wo wir gerade stehen, diese Mauer, wird dann noch weggenommen, dass das wie so ein kleiner Vorplatz wird, sodass man hier einen öffentlichen Eingang zur Kapelle hat und dieser andere Teil sozusagen Klausurbereich wird. Das Letzte, was hier dann noch entstehen soll, ist sozusagen ein überdachter, offener Kreuzgang, der diese einzelnen Gebäudeteile miteinander verbindet, sodass die Mönche dann eben sich zwischen diesem Wohnbereich, der Kapelle und dem Essbereich bewegen können, ohne nass zu werden. Das ist der Plan. Jetzt wollen wir mal ein bisschen reingucken in die einzelnen Gebäude und schauen, was sich da schon so getan hat. Ich zeige euch jetzt nochmal hier den Bereich, der dann abgerissen wird. Das ist eben eine alte Scheune. Dort wird dann eine neue Bodenplatte hingebaut und darauf eben aus so einem Holzmodulbau der Bereich, wo die Mönche dann wohnen werden. Und wir haben jetzt das so geplant, dass dort 14 Zellen, sagen die Mönche, ja, 14 Zimmer sind. Und dann gibt es so einen kleinen Bibliotheksbereich und Aufenthaltsbereich für den Konvent, also das ist ja, wir leben ja halt so in der Klausur, also das heißt, dass man ein bisschen abgeschirmt ist, auch von der Öffentlichkeit. Und weil das eben der Teil ist, der, sag ich mal so, eher von der Straße weg, hinten in den Garten zeigt, ja, soll das eben, auch wenn es ein sehr schönes Gebäude ist, aber der Platz werden, wo dann ein neues Gebäude hinkommt. Könnt ihr mal reinschauen. Ja, ist ein sehr schönes altes Holzgebäude, ist eigentlich soweit auch intakt, aber wie gesagt, der einzige Platz, wo wir dann auch so viel Räume noch unterbringen können, ja, wie wir dann auch brauchen, einfach um sinnvollerweise hier in dieses provisorische Kloster einzuziehen. Es ist halt meistens ja so, dass wenn man so ein Provisorium baut, man vielleicht auf 5 Jahre plant und am Schluss werden es dann irgendwie 10 oder 15. Ja. Ich weiß es nicht, was der vorhat und in welchem Tempo das geht, aber die Idee ist dann, dass wenn draußen auf dem Klostergelände, das ist jetzt so 800 Meter ja entfernt von hier, die erste Bauphase so weit ist, dass wir dann umziehen können, dass das dann der Gästebereich hier wird. Also dass es schon sozusagen auch nicht nur für uns eine Nutzung ist, sondern direkt auch schon eine Nachnutzung da ist. Ja? Weil man dann Platz hat, Küche und Speiseraum und auch eine Kapelle. Sodass man zum Beispiel, wenn man ein Exerzitien oder einen Einkehrtag oder so macht, auch für Gruppen, dass man hier dann Leute auch unterbringen kann oder halt auch ganz normale Gäste, die ein paar Tage in der klösterlichen Atmosphäre verbringen wollen. Ich sag mal, 800 Meter ist noch eine Strecke, die kann man so halbwegs überwinden, entweder zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, um dann an den Liturgien teilzunehmen, wenn das dann schon drüben ist. Aber das wird sicherlich auch ein bisschen dauern. Hier hinten raus ist dann noch ein Garten. Hier sieht man schon so eine ganz kleine provisorische Kapelle. Wir haben ja schon mit Gästen die Messe gefeiert. Ja, und dann geht es hier weiter in den großen Garten. Die Idee ist natürlich, dass wir dass man ja auch vielleicht so ein bisschen Gemüse und so weiter, Kräuter selber machen kann und Hühner
unterbringen kann und so. Und dann geht es nach hinten, hinter dem Zaun, noch weiter. Also da gehören noch mal 2.500 Quadratmeter von dem Acker dazu. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal weiter in Richtung zukünftiges Esszimmer. Ja, hier war der Schweinestall. Also bis vor ein paar Monaten waren hier noch so Buchten dann abgetrennt. Ja, und da war das Plumpsklo früher, sieht man noch so an der Decke, abgemauert. Und natürlich die Tür mit dem Herzchen drin. Und der Vorbesitzer hatte aber dann hier später noch ein eigenes Klo eben mit Abfluss dann eingebaut. Und ja, das ist jetzt nicht riesig groß, aber hier soll eben das Speisezimmer dann sein. Wir haben so üblicherweise wie so ein U die Tische gestellt und wir haben ja so eine bestimmte Reihenfolge auch im Chorgebet. Ja, und so ist es dann auch, dass halt je nachdem, wie wir das aufbauen, aber wahrscheinlich entweder hier oder hier mit der Rückwand von dem U, dass der obere sitzt dann in der Mitte, also der Prior und Subprior, und dann geht das der Reihenfolge nach, wie die Leute ins Kloster eingetreten sind. Das ist bestimmt die Reihenfolge, sodass man halt... Genau, es ist alles eine Hierarchie, sagt man, also eine heilige Ordnung heißt das eigentlich. Ja? Hieros auf Griechisch heißt heilig. Das ist sozusagen wie so eine Pyramide, ja, immer mit dem Oberen an der Spitze, der dann im Kloster auch als Stellvertreter für Christus steht, ja, in einer Abtei der Abt, in einem Priorat dann der Prior. Und da gibt es einen Durchbruch, wenn wir sozusagen durch den Kreuzgang von der Kapelle kommen. Wir haben ja immer das Mittagessen und auch das Abendessen direkt nach den Chorgebeten. Also mittags so 12.20 Uhr, 12.30 Uhr und abends 18.30 Uhr, dass man dann da drüben in den Raum reingeht, das Gewand vom Chorgebet dort abhängt und dann hier in das Speisezimmer kommt. Und hier, das wird natürlich ein bisschen verbreitert. Die Tür wird zugemacht und hier kommt so eine kleine Kühlzelle rein und Geschirr und was man halt so braucht. Ja, auch das nicht riesig groß. Ja. Hier gibt es dann noch einen Durchgang, das war bisher nicht. Hier geht es also jetzt in das Wohnhaus rein. Hier kommt wieder eine Toilette rein. Ist im Moment, ja, alles Baustelle. Hier soll so ein bisschen eine Waschküche rein und so, weil hier auch die Wasseranschlüsse sind. Dann kommt hier, gerade schon fleißige Leute am Kachelofen entfernen, hier kommt ein Sprechzimmer rein. Das alte Wohnzimmer wird dann Büro. Das wird auch, sage ich mal, so eine Mischung aus Büro und Arbeitszimmer und Sprechzimmer, ja, dass man auch hier Räume hat, die man mehrfach nutzen kann einfach. Ja. Wir haben doch immer wieder Leute, die kommen für geistliche Begleitung, für Seelsorge und so weiter, sodass man schon immer wieder auch eine Gelegenheit braucht, um mit Leuten sprechen zu können, ja, und mal diskret einfach in ein Zimmer sich zurückziehen zu können. Ja, so in den bisherigen Überlegungen, also das hier, so eine kleine Pforte und Telefonzentrale, vielleicht auch mein Arbeitsplatz mit, ja, wo man dann hingehen kann. Was ich halt merke jetzt so in der auch ziemlich gedrängten Situation in Neuzelle im Pfarrhaus, ist, dass es oft auch für das geistliche Leben als Mönch schwierig ist, wenn man den Arbeitsplatz in der Zelle hat. Weil du hast da dauernd eine Verquickung von Sachen, die eigentlich für unsere Lebensform getrennt gehören, weil es gerade so eine Einheit bildet. Also wir sind ja sozusagen immer Mönche, ja, und damit hast du halt nicht so diese strikte Trennung zwischen Arbeitsleben und Privatleben. Und meine Arbeitskollegen sind auch meine Mitbrüder, sind auch meine Familie, ja. Und da merkt man einfach, dass die Zelle eigentlich ein Raum auch ja für das Gebet und für die Stille und für die Lesung sein sollte. Und wenn du aber immer deinen Arbeitsplatz auch da drin hast, ist es, ja, dann bist du da erreichbar per E-Mail, per da und so weiter. Und das wollen wir hier einfach wieder ein bisschen trennen. Also dass man wirklich sagen kann, okay, man geht dann, wenn man am Computer zu arbeiten hat, auch wirklich an den Arbeitsplatz. Aber wenn man in der Zelle ist, dann ist das auch ein Ort des Gebetes und des Rückzugs. Ja, das ist das, was so die letzten Jahre uns einfach auch ein bisschen gefehlt hat. Ja? Und man merkt, da muss man wirklich dann auch um die klösterliche Disziplin ringen.
oben auf dem Speicher ist jetzt nichts weiter. Das wird nur sozusagen beräumt gerade, weil da dann gedämmt werden muss und am Dach einiges repariert werden muss. Aber der wird erstmal nicht weiter verwendet. Wir können vielleicht noch mal, weil das ganz schön ist, drüben in der Kapelle in den Dachboden gucken. Man hat jetzt natürlich noch diese Zwischendecke, die da drin ist. Da kommt der Nächste. Ja, es muss auch Leute geben, die was arbeiten. Ja, ja, zack, zack. Aber man sieht sozusagen schon so ein bisschen, wo das hingeht. Da oben muss man ein bisschen gucken, das ist mit der Stabilität nicht so, aber ich denke mal, raufschauen können wir auf jeden Fall. Also hier wird es ein bisschen steil, das ist von der Stabilität her so ein bisschen. And the violence, all I'm looking for is a little bit of silence to be with you while I'm down on my knees. Oh my God, I'm begging you please, yeah, to bottom my heart, my three-person God. Tear down this old weary facade and you show yourself, yeah, yeah. Please show yourself in me. Oh my God, oh my Savior, not above. Please hear my prayer. Oh my God, oh my Savior, up above, please hear my prayer, yeah. Ja, hier sieht man, diese Scheune ist eben aus Feldsteinen und Backsteinen gebaut. Und in den 60er Jahren hat der Eigentümer hier so einen Zementputz drauf gemacht, den wir jetzt gerade mühsam wieder runterholen, die Mitbrüder, damit das schön freigelegt wird und dann eben abgestrahlt wird und man so diese Feldsteinoptik dann einfach wieder sieht. Ja. I'm crying out to my mother Zion, Mother Mary comforts me, speaking words of wisdom. Soon you'll see, soon you will see. And it comes like a still small voice, weighted down my soul. And you show yourself, yeah, yeah. And you show yourself in me. Oh my God, oh my Savior, up above. Please hear my prayer. Oh my God. Er arbeitet, muss auch essen. Und das Leib hier mal gehört auch dazu, zum Feiern und zum Arbeiten. Ora et labora et mangiare. Heute mit super Lasagne unterm Kirschbaum. So, ich würde sagen, einfach mutig zugreifen. Auf die Plätze. Gesegnet ist es schon. Ja. Fertig, los. So, das war ein kleiner Rundgang jetzt mal über den Bernhardshof, über das, was ist und was sein wird. Bleibt dabei. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt mit Gebet und natürlich, wer kann, auch ein bisschen mit einer kleinen Spende oder auch mit Arbeitskraft. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr Lust habt, mal mitzuarbeiten hier. Es geht nicht immer und es ist keine riesige Baustelle. Und man muss immer gucken, wie man die Leute dann auch einsetzen kann. Aber grundsätzlich freuen wir uns über eure Verbundenheit und schauen mal, wie lange wir brauchen, um dieses provisorische Kloster hier abzuschließen, damit wir dann bald hoffentlich einziehen können. Alles Gute und viel Segen.
die Nase hier. Okay. So, Freunde der guten Unterhaltung. Das ist doch keine Arbeit. Schau mal mich an. Das ist Arbeit. Das ist keine Arbeit. Ach, komm.